So, aber wir müssen langsam mal den dunklen Mager hier. Halt! Halt! Du kannst mich dann angreifen. Nee, warte, dann stellen wir dich hier hin. Was willst du dann machen? So, was haben wir hier? Du kannst dich zwei bewegen, kannst aber nicht geradeaus, weil er im Weg steht. Das heißt, du kannst maximal dahin, was keine Bedrohung für mich darstellt. Und die Raketenwerferspinne hat actually sogar ziemlich beschissene Mobilität. Das heißt, selbst wenn ich Babydrache jetzt hierhin jage, um mit dem Ding zu fighten, wäre es absolut kein Problem. Weil ich ihn dann zur Not immer noch rauskriege. Das heißt, ihn kann ich da immer noch kämpfen lassen. Weil er wird sich wegbewegen, weil er Schiss vor meinem Babydrachen hat. Kiba, ich habe keine Ahnung, warum Shadi eine fucking Rocket Launcher Spinne hat. Das sind Sachen, die gehören, glaube ich, zu einem anderen Tag in ein anderes Thema. Ich darf nicht noch mehr Kraft verlieren. Also jetzt bist du nicht mehr so großmaulig, oder was? Eben noch, dein Move war aber scheiße. Und weißt du, und jetzt sage ich mir, ja, dein Gesicht ist kacke. So, du bewegst dich so, also stell ich dich einfach hier hin. So, und das bleibt alles so und mein Dings. Ja, okay. Da lassen wir ihn jetzt mal machen. Seine AP immer noch nicht voll. Er nutzt die auch immer nie voll aus. Okay, das ist genau, wie ich predicted habe. Ja, das hält er locker aus. Easy. Und jetzt bewege ich mich ein Feld und bolz das Ding weg. Weil das Ding ist ja schon angeknackst. Das überlebt er auch. Easy. Vertrauen in meine Monster. Jetzt ist die Frage, schicke ich es hinterher? Wenn ich meinen Babydrachen hinterher schicke, schicke ich ihn in den Tod. Das ist klar. Ich bin im Vorteil. Ich werde dieses Duell schnell Sabbel nicht. Also das Ding hast du ja auch schon fast jetzt in den Tod geschickt, Minion. Du kannst dich... Hierhin könntest du mich trotzdem angreifen. Ergo, selbst... Ja gut, mein Babydrache ist ziemlich hinüber. Jetzt ist die Frage, nehmen wir jemanden mit in den Tod oder... Ja, ich kann ihm da auch nicht helfen. Das ist das Problem. Wir kümmern uns erstmal kurz um die Situation hier. Die ist ein bisschen leichter zu lösen. Oh fuck. Ja gut, aber ich denke mal, mein Skelengel hält noch einen Angriff aus. Und dann beim nächsten Zug geht das Ding drauf. Ich hätte gedacht, er würde mehr Schaden machen. Das Ding hat er weiter in die Ecke gedrückt. Ryukishin kann aber hier angreifen. Sogar guter Damage. Was ist mit unserem dunklen Magier? Was kann er? Er könnte sich hierhin bewegen. Und richtig Stress machen. Auch richtig guter Damage. Aber... Das Schlimme ist, ich hätte dich gerne hochgelevelt. So ist es ja nun nicht. Ich hätte hier viele von euch gerne hochgelevelt. Ich kann nicht ewig warten. Bist du jetzt auch noch großkotzig? Alter, okay. Dann kriegst du halt die Animation noch. Dann musst du halt warten. Du Batzen, du. Weißt du, was denkt der, wer er ist? Weißt du? Wertloser Side-Character, der in zwei Folgen vielleicht vorkommt, um den Plot längst zu treten. Weißt du, was ein Taschenrechner von Kyber Corp hätte machen können? Nee, ich kann nicht ewig warten. Ich bin Shadi. Schwachmat, ey. 108. Kriegen wir das Ding echt nicht platt? Na doch, wir kriegen es platt. So ist es nicht. Ich schicke da gleich den dunklen Magier noch hinterher. Aber unser Babydrache wird sterben. So oder so kommen wir nicht mehr weg. Da kommen wir nicht mehr in Sicherheit vor.
Right in his dick! Alter! Jesus! Meine dunkle Hexe, genau in sein Donger. Autsch! That's death. Okay. Oh mein Gott, voll! Jetzt hat der Typ nicht nur ein Auge, jetzt hat auch nur noch ein Ei, wenn überhaupt. Dunkler Magier! Caster Armageddon! Oder mach sowas, das sah auch nice aus. Dieser Zyklop hat einen scheiß Tag hinter sich. Der will nur noch eine heiße Dusche und ein Bad. Ja gut, dann müssen wir wenigstens hinterher. Wenn wir ihn schon nicht in Sicherheit bringen können, dann muss er wenigstens hier die Erfahrung noch abgreifen. Dann wenigstens das. Das hat er verdient, der Kleine. Ja, aber das ist Stufe 3. Wir brauchen die Stufe 5, right? Lass mich mal gucken. Nee, das ist die falsche Seite. Ja, Baby Drache Stufe 5. Ja, das wird er dieses Match und nächstes wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Geh dich mal mit dahin. Und du gehst mal hier hin. Genau in die Mitte. Okay. Er hat nur noch 4 Monster. Eins geht jetzt im nächsten Zug drauf. Und das ist ein komischer Speedster-Dragon da. Gut, endlich konnte ich dich mal zum Angreifen bewegen. Autsch. Gut, aber dafür gehst du jetzt gleich auch drauf, weil ich mit 2 Leuten zurückschlagen kann. Du siehst cool aus. Und du hast einen Morgenstern, der ein bisschen zu groß ist für dich, glaube ich. Oh, fuck you, Mann! Mein Morgenstern ist nicht groß! Au. Das Ding gehört auf jeden Fall auf meine Liste. So. Ja, das überlebst du, ne? Ja. Ich wusste es doch. Auf mein Skelengel ist immer Verlass. Der rennt mir hinterher und jetzt kann ich ihn gleich abservieren. Aber das war's mit meinem Babydrachen, right? Ja. Destroyed. Oh, unser Tausenddrache. Er schwindet davon. Shit. Aber gut. Wir werden ihn nicht vermissen. Er wird wiederkommen. So, dich bewegen wir hier hin. Du machst jetzt das Ding fertig. Genau. Und dann kann ich dich eigentlich auch da hinten lassen. Bis du wieder da irgendwo in der Action bist, das dauert. Baboom. Level 5. Schade, dass man aus dir nichts machen kann. Mein guter Skelengel. Schade, dass du wirklich keinerlei Entwicklung hast. Wieso sind meine Strategien so ineffektiv? Weil du ein fucking Side-Character bist. That's why. So, dich... Es sei denn, er killt dich jetzt instant. Wow. Wow. Alter. Ich wollte eigentlich, dass Ryukishin ein bisschen Erfahrungspunkte abkriegt. Der macht ja gar nichts. Weil ich kann Ryukishin kann man nämlich auch aufleveln. Na, ich meine, ich komme bislang auch ohnehin. Ich möchte die eigentlich nur weiterentwickeln, weil ich sie weiterentwickeln möchte. Alter! Zerstören! Alter! Insta-Kill! Das Ding ist mit dir auf... Hat dasselbe Element. Und du zerstörst es einfach. Da fight ich jetzt einen ungleichen Kampf, right? Wow! 31. Oh, stand back. The Dark Magician. He will rise. Okay, weißt du was? Wir machen hier... Ich habe eine andere Idee. Du bringst mir leider gar nichts. Scheiße. Okay, jetzt...
I'm a bit screwed. 2 und 2, das ist scheiße. Es sei denn, ich lass dich da einfach. Sorry. Ich baue mir einen Notfallplan. Sollte es so, ne? Sollte es nicht so hinhauen, wie ich mir vorgestellt habe. Sekunde. Ich glaube, ich habe meinen... Oder? Ja, ich Idiot. Fuck. Shit, fuck. Das könnte... Ja, oh mein Gott. Ich fand das Ding schon damals an sich cool, aber... Warum muss es so ein fucking Vanilla-Monster sein? Oh, fuck. Dich wollte ich eigentlich behalten. Ja gut, das ist jetzt... Ja, gar nichts. Licht gegen Licht. Shit, jetzt habe ich dieses Ding angelassen. Du siehst auch noch so unglaublich merkwürdig aus. Du machst so merkwürdig. Warum hast du einen Laser? So viele Fragen und keiner kann mir die Antwort sagen. Okay, wir brauchen jetzt vielleicht doch noch einen Plan. Also, wir haben dich. Du könntest sogar von hier aus angreifen. Du müsstest dich nicht mal bewegen. Mit... so gut wie gar nichts. Ja, Mann. Und du bist natürlich außer Range. Kannst dich aber nicht hierhin bewegen, weil das Ding im Weg ist. Und hier kannst du nicht hin. Das heißt, solange er da steht, kannst du dich nicht bewegen. Oh, fuck. Mann, fuck. Du kannst aber nicht nach oben. Das heißt, wenn ich hier hingehe, ist er noch relativ sicher. So, und Option Notfallsprungplane legen wir mal hier hin. Und dich packen wir hier hin. Ich bete einfach, dass du einen Angriff aushältst. Ja, wir müssen wenigstens angreifen. Wir müssen wenigstens ein bisschen... Wenigstens ein bisschen was machen. Weil jetzt gerade sind wir schlecht positioniert. Bis der wieder da ist, bis der da was machen kann, das dauert. Aber der Dark Magician, der ist jetzt so mein kleiner Rettungsfallschirm. Mein kleiner Raketenwerferspinne wäre schon swell. Aber so wie ich mich kenne... Du hast eine Death Wish? Nee, aber ich offenbar. Ich Idiot. Okay, wahrscheinlich muss ich das sogar in Angriff nehmen. Okay. Jetzt will ich das Ding eigentlich noch mehr. Du solltest dich besser konzentrieren. Guck mich nicht so an, ey. Ja, die beiden schmeißen sich weiter Handtücher um die Ohren. Das ist nicht so schlimm. Aber ich muss aufpassen. Hat er sich jetzt da oben jetzt... You know? schlaues Kind. Ich stelle mich hier trotzdem hin. Sekunde. Kann ich dich? Ich kann. Wenn du angreifst, wie viel tut das weh? Es tut sehr weh, okay. Das könnte jetzt unsere Situation sogar noch ins Positive reißen. Weil mit ihr kann ich hier hin und seine Raketenwerferspinne anklatschen. Mit gar nicht mal schlechten Damage. Also jetzt sieht es auf einmal wieder sehr gut aus. Bis der hier da ist, es dauert noch.
Er hat nur noch ein Monster und das ist eine Raketenwerferspinne. Vielleicht kriegen wir die ja down. Das wäre schön. Er kann nicht mal angreifen, weil die Position davon nicht passt. Ich kann aber trotzdem angreifen. Was sagst du dazu? Das Ding lebt dann sogar noch. Kann ich das besser machen? Nicht wirklich. Warte mal. Stell mich lieber hier hin. Was will er dann machen? Kann sich nur diagonal bewegen. Ich komme ja nicht mal um die Wand vorbei. Alter, so blöd ist das auch. Ich könnte ihn hier hinpacken. Ich mache das auch. Nur um ihn zu laxen. Ich könnte aber auch jetzt schon angreifen. Ach ja, stimmt ja, weil ich im Nachteil bin. Komm, Erfahrung ist Erfahrung, also hau ich dir einfach mal einen an den Kopf. 10 Erfahrungen dafür, dass ich ihm einfach mal eine geklatscht habe. Ich mein, ne? Geschenkt ist geschenkt. Ja, was? Jetzt hast du dich ja schön platziert, Medium. Da hast du dich ja schön hingestellt. Jetzt kann ich mir schon entscheiden, wer kriegt die Erfahrung. Aber erstmal haue ich hier nochmal eine runter. Paff! Gratis Erfahrung! So, jetzt kann ich mich entscheiden, wer von euch kriegt das, kriegt den Kill. Weißt du, die andere hat schon ihre Entwicklung heute bekommen. Du kriegst den Kill. Ist ja nicht so, als ob du sowieso alles umbringen kannst. Haben aber herbe Verluste gemacht hier trotzdem. Ich muss zugeben, Yugi, das war unglaublich. Nee, du warst einfach nur scheiße. Du bist ein wertloser Side-Character. Du hättest eigentlich in den ersten Bereich gehört. Du weißt schon, da wo Leute Kuribo spielen. Ich habe diese Partie verloren. Das ist wahr. Aber ich fühle, dass etwas Neues begonnen hat. Ja, vielleicht. Wir werden uns wieder treffen, Yugi. Das verspreche ich dir. Whoop. Noch mehr. Magier Pims lebt Shady Symbol einfach mal X, wenn der nächste Kampf verlustfrei ausgeht. Leg ich noch einen Euro quasi obendruf. Obendruf. Nächsten Kampf verlustfrei. Ui. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende. Aber verlustfrei. Ui. Okay, der dunkle Magier hat schon direkt ein Level-Up. Sehr nice. Fehlen noch... Was habe ich gesagt gehabt? Level 4 muss er sein. Ja, komm, ich will... Das ist, glaube ich, auch die beste Wahl, ne? 200 PP? Ja. Wobei, das Ding ist auch nicht schlecht. Hm. Ja, nehmen wir Zyklopen. Nicht Zyklopen? Ja, es gibt den Magier Schwarzen Chaos, aber dafür muss unser dunkler Magier Level 4 sein. Und er muss auf einem 40 Dunkelheitsfeld stehen, also auf absolut Darkness. Er muss wirklich auf diesem Feld stehen, Slipknot hören und sich die ganze Zeit denken, Darkness imprisoning me, all I see, absolute horror. Und denkt, ja, dann entwickelt er sich.
Dauert also noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Das Gute ist, Lamoon haben wir. Und ja, da das Spiel mir ja indirekt gespoilert hat, ich wusste ja nicht mal, dass das machbar ist. Ja, das ist Kyber, der kommt jetzt garantiert nicht als nächstes. Aber er hier genauso. Mano. Seit wann kann man hier so... Wieso bist du so spät, früh? Ich meine, wenn wir jetzt bei ihm hier gucken, wer endlich die, ob war, die war Yami Bakura oder fucking Kyber. Aber ich glaube, Bakura dürfte mehr machbar sein als fucking Mr. Rich Guy. Deswegen, ich glaube, Kyber ist mehr so der Boss hier. Was auch nicht wirklich Sinn macht, weil wir hier Yami Marik haben. Aber der Typ ist... Der Typ Wind. Wir machen Bakura. Von allem scheint er immer noch das geringste Übel. Ishizu ist quasi Shadi, nur mit ein bisschen mehr Screentime. Ach, guck mal, die coolere Version von Bakura. Hattest du schon immer so einen edgelordigen Mantel? So ein Mantel, der eigentlich schwarz sein soll, aber dann doch eher so blau-lila rüberkommt. Geile Horrormucke. Es ist ein Vorgarten, Bakura. Definitiv sein Vorgarten. Ich kann es gar nicht erwarten, mich mit dir zu duellieren. Ich mag die deutsche Stimme von Yami Bakura. Bakura? Nein, ich bin mehr als das. Und du hast keine Chance. Nicht nachdem ich mich in meinem Gastkörper mit dir duelliert habe und all deine Strategien kenne. Du magst Bakura besiegt haben, aber seine Fähigkeiten sind nichts verglichen mit meinen. Ach wirklich? Dann lass mich deine Fähigkeiten testen. Gut, es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu vernichten, Yugi. Schade, ich dachte, er sagt ins Reich der Schatten befördert. Das sind die nochmal richtig fancy gefunden. So, ich verbann dich ins Reich der Schatten. So in dem Sinne. So, Stay Hydrated Bot hat ja recht, ich muss was trinken. Mein Lachs ist trocken. Was ist das denn schon wieder für ein fancy Brett? Darkness. Darkness. Blitz. Darkness. Darkness. Blitz. Blitz. Zwei Elementare, das macht's mir relativ einfach. Das heißt, Licht und Erde sind hier jetzt ganz gute Wahlen. Ach, sorry. Skelengel dürfte hier eine gute Wahl sein. Starskorpion's dead. Das fällt ja so aus. Du kommst wieder mit. Unser One-Shot-Wonder. Na gut, Mon Lavas. Wir brauchen Erden. Oh! Meine Güte, sorry! Oh. King Rex. 3 und 1. Der Hai. Stimmt, den habe ich ganz vergessen, dass wir den haben. Der kann sich 4 bewegen, der ist fix. Und ist hier die ganze Zeit neutral. Oh, Drachenfluch. Na, wobei, nicht mal unbedingt. Die dunkle Hexe kann hier nützlich sein. Dich können wir hier gut gebrauchen. 3 haben wir noch, wir haben noch 200 über. Mann, habe ich einen teuren Geschmack. Mal gucken, was können wir denn noch günstiges mitnehmen? Können die Ente mitnehmen? Ente ist immer gut. So, 2 Optionen haben wir noch. Eigentlich müsste man irgendwie mal was gegen seine Blitzmonster, aber haben wir was Gutes an Erde? Turike, nee. Ulrike bleibt zu Hause. Lavas ist Mon Lavas ist dabei. King Rex ist mir eigentlich zu teuer, aber ich weiß, dass es mit ihm auch eine Fusion gibt.
Aber dafür müsste ich mir ein anderes Vieh noch anlachen. Und hier bin ich jetzt schon wieder in dem Bereich, wo ich mir nicht mal leisten kann. Ah, ist eine schwierige Wahl. Die dunkle Hexe ist teuer geworden, aber hält dadurch jetzt auch mittlerweile einiges aus. Und die dunkle Magier möchte ich hochleveln, deswegen sind zwar teure Wahlen, aber... Geflügelter Drache, Hüter der Festung. Fasch 000 hatte etwas zu Exodia geschrieben. Zitat Edmer Schuschman nach jedem abgeschlossenen Bereich verkauft Großvater ein anderes ihr die Arme und die Beine zusammen. Ah, verstehe. Müsst ihr alle in einem Kampf einsetzen. Es ist egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Ja, das soll danach schon... hat Erde. Danach hat Erde. Ja, ich hab schon verstanden. Ich verstehe. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir sind gerade echt knapp bei Punkte. Du hältst gut was aus. Komm, dich nehmen wir mal mit. Ich hab Vertrauen. Und ich möchte am liebsten noch 95 haben wir noch über. Was können wir denn da mitnehmen? Also alles bis hier. Was machen wir denn da? Überwiegend Trash-Monster. Stahlskorpion. Ach ja. Für das, was du kostest, hältst du eigentlich gut was aus. Komm. Wir versuchen das mal so. Okay, er ist genau da drüber. Und man kann sich hier frei bewegen auf dem Ding. Das heißt, wir können da straight durch. Dann packe ich mich mal hier in die Ecke. Nani? I am the tallest of mountains, I am the roughest of waves, I am the toughest of terrors, I am the darkest of days, I am the last one that's standing, don't try to stand in my way. Don't try to stand. Up against better, just take a look at my face. Oh mein Gott, wie bescheuert klang das denn? Aber vielen Dank für die Bits. Oh mein Gott, klang das gerade bescheuert. Don't stand in my way. It's an enemy stunt und so, ne? Ja, diese AI-Stimme ist manchmal so ultra behindert, einfach nur. Oh, ich liebe es. So. Don't try to stand. Oh, gutes Englisch. Crispy. So, dann wollen wir mal schauen. Ich duelliere. Ja, sabbel nicht.